Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Altitude. Und ja, wir haben ein neues Flugzeug, eine neue Strecke und da wollen wir jetzt direkt weitermachen. Tight Spaces nennt es sich. Sunny Afternoon, also ein schöner Sonntagnachmittag. Nee, Afternoon? Doch, ich glaube Noon. Ist das Mittag? Nee, Noon ist doch morgens, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall scheint die Sonne, das ist das Wichtige. Ich weiß ja gar nicht mehr. Keine Ahnung. Naja, das ist unser neues Flugzeug. Sagt Hallo. Und unsere einzige Aufgabe ist es jetzt hier einfach, ja, eine Medaille zu holen. Platz 1 bis 3. Ja, gibt die Strafe, ist jetzt aber nicht so dramatisch. Oh oh, und das ist immer gefährlich. Also man ist relativ schnell unterwegs mit dem Ding, wenn man mal richtig auf die Tube drückt. Und das war ja eigentlich ganz vernünftig. Ja, aber die Strecke ist jetzt auch nicht so schwer. So, Fresh Track, Plane Boots, Race to get Boost Add-ons. Ja, Turbojet Engine Add-on. Das heißt, wir haben hier ein Turbojet Motor Add-on, was wir dazu nehmen können. Das können wir mal angucken. So. Das sind unsere Competitor, also unsere Gegner. So, Boost Turbojet Engine Add-on. Muss ich gerade mal gucken. Ach, guck mal, das ist schon eingebaut. So was hatten wir hier auch. Das linke, das blaue da unter den Werten. Naja, dann müssen wir ja, weil das ist alles noch disabled, also da, das kommt noch zum Umfang des Spiels noch dazu. Das ist ja immer noch Early Access, aber Spaß machen tut's trotzdem. So, Hazy Day. Und dann geht's mal los. Ich weiß gar nicht, was müssen wir machen? Ich glaube, das war was mit unter 50 Metern, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir hier sonst noch eine andere jetzt Aufgabe jetzt bekommen haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das lief ja wunderbar und der Einstieg hier ist jetzt auch nicht so geil gewesen. Das ist ja mal ein Hammerlauf. Kriegen wir die Maschine noch gerettet? Oh mein Gott. Oh. Also dieses Spiel muss auch Open World richtig geil sein. Da hätte ich meinen Spaß dran. 5 Seconds. So, jetzt sind wir wieder drauf und dann können wir mal ein bisschen Vollgas gehen. Es geht ja um nichts mehr. So, Vollgas ins Ziel. Die Turbinen, die wackeln so ein bisschen, der Reifen auch. Average Altitude below 50 Meters. Also ich bin mir gerade nicht sicher, was hier unsere Aufgabe ist. Wir versuchen jetzt nochmal einfach unter 50 Meter zu bleiben. Vielleicht reicht das denn schon, um das Achievement dann hier, ja, oder um das abzuschließen. Uiuiui. So, schnell wieder ein bisschen nach unten. Wir sind zu weit oben. Oh je. So, Average. Da sind wir bei deutlich unter 40 Metern. Und dann geben wir nochmal Vollgas hier. Und dann ist es zumindest Platz 3 oder Platz 2, glaube ich sogar. Ja, Platz 2. So, und das ist abgeschlossen. Silber, aber gut, kein Achievement. Aber ich glaube, wir haben gerade auch nichts, was wir holen können. Hier steht zumindest nichts. Tight and smooth. Ach, das ist hier bei First Impact. Collect two close calls on First Impact. Close calls. Ist das sowas wie bei Rennspielen so eine beinahe Kollision? Ich glaube schon, ne? Close calls. Bin ich gerade so ein bisschen überfordert, aber wir werden es herausfinden. Ich glaube, wir müssen einfach ganz knapp irgendwo an diesen Stangen oder so dran vorbeifliegen. Wir werden mal gucken. Oh nee, oder? Was ist das denn? Ist das im Ernst?
So, am Anfang geben wir mal ein bisschen Gas. So, das war nicht close. Zu früh. Meine Fresse. Oh shit. Irgendwie. Können wir auch direkt den hier hinten durchs Ziel. Aber das wird keine gute Platzierung werden. Close calls. Also, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Also wir müssten uns einfach mal, wir suchen uns einfach mal am Anfang hier da vielleicht die Stangen aus und dann fliegen wir da mal einfach mal ganz knapp dran vorbei. Ah ja. Hat beides gezählt. Alles. Ach so, und das ist dann, wenn dieses Geräusch dann immer kommt. Ich habe mich schon gewundert. Geh auf. Danke. Auch das war wieder knapp. Alles klar. So, das war nicht knapp. So, dann wollen wir nochmal ein bisschen Gas geben hier. Komm, zieh! Den kriegen wir nicht mehr. Platz 3. So, und zweimal knapp dran vorbei. Wunderbar. So, Titan's Move. So, was haben wir? Engine Water Injection und Unlock Track to Race on. Also, neuer Kurs. Sehr schön. So, get the first medal. Die wollen wir uns auch direkt dann holen. So, das sind unsere Competitors, also unsere Gegner. So, und wir haben einen neuen Auspuff. Nee, oder ist es so? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall mit dem alten Flugzeug, das nehmen wir einfach mal. Get the first medal, average altitude below 100 Meter, also Ziel unter 100 Meter im Durchschnitt über dem Boden. Und ich sehe da eine Höhle, wo man durchfliegen muss. Das ist ja fantastisch. Cave Tour, aha. Ja, jetzt wissen wir auch, warum es Cave Tour dann heißt. So, auf geht's. Oh. Zählt? Nein, zählt nicht. Macht nix. Oh shit, zieh hoch. Fuck. No. Okay. Oh mein Gott. Alles ganz entspannt. Oh shit. Alles ganz entspannt. Welcher Platz? 3, ne? Ja, Platz 3. Ja, hat geklappt, glaube ich. Also, das erste Ziel haben wir schon mal geschafft. Sehr schön. Ja, first medal on a new track. Wunderbar. Und dann geht's weiter. Ich guck gerade mal Sprint Champ. No gate errors on Canyon Drop. Oh no. Alles klar. Also, so tief wie es geht fliegen und keine Torfehler. Also, wir müssen jedes Tor mitnehmen. Oh. Das ist immer unschön. Aber wir werden es ausprobieren. Das wird schon klappen. Wird schon klappen. Vollgas und hinab. So, noch ist es nicht so spannend.
So, ich nehme das Tempo weiter raus. Mach auf! Danke! Boah, da erwischt er uns noch! Hilfe! Ah, es zählt! Dann können wir auch kaputt gehen und neu positioniert werden. Das war schon gut. So. Und der wird nochmal... Ah, nein! Das Vorletzte, ich glaub's nicht. Scheiße. Okay, nächster Versuch. Vollgas, komm. Und hinab. Uiuiui. Jo. Oh, das ist immer so mies. Und jetzt gleich wieder hier hoch. Ah, Frechheit. Oh, ich will gar keinen Schub. Oh Gott. Okay, alles gut. Alles gut. Tempo rausgenommen. So, nicht zu hoch. Denn hier müssen wir jetzt irgendwie durch. Nein, bloß nicht. Positioniere mich schon neu. Ja. Oh nein, oh Gott. Q wollte ich drücken. Und nochmal mit Vollgas. Irgendwie ins Ziel. Wir sind jetzt Platz 8. Aber es müsste dann doch eigentlich zählen. Ja. Und dann nochmal hier ein Kommentar an Lucien. Der hat schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht mit den Positionen abhängt. Ja, das dachte ich nämlich erst, dass wenn man jetzt ein Achievement macht, dass das damit was zu tun hat. Aber nein, man muss einfach hier Average Altitude, das muss man beachten, diese Race Rules, die müssen wir beachten und dann zählt das auch unabhängig von der Position. So, Sprint Champ, da müssen wir mal kurz schauen. Das, oh, Night Racer haben wir auch. Ah ja, können wir auch noch mal kurz machen, ne? So, das neue Flugzeug mal wieder. So, 45 Meter maximale Höhe und Top 3 on Mission Fever. Ich hoffe mal, es ist dann auch nachts. Es sieht sehr dunkel aus, ja. Oh shit. Oh, verdammt. So, Vollgas jetzt. Augen zu und durch. Ja, ich glaube, das ist schon gelaufen. Nächster Versuch. Oh shit. Naja. Jo. Aber wir sind relativ weit hinten, das ist ein bisschen doof. Das hat es jetzt nicht besser gemacht. Nochmal den Bonus. Und... Nee. Siebter, sechster vielleicht noch. Falls da noch einer ist, den wir einkassiert haben. Nein. Also, da müssen wir nochmal was tun. Ah, ist ja nicht so einfach, aber gut. Ein Versuch geben wir uns noch in dieser Folge und dann machen wir in der nächsten weiter. Oh. Naja, war okay. Jo, passt. Ja, das passt. Und das ist aber ein schöner Sieg gewesen. Das ist wahrscheinlich ein deftiger Vorsprung. 28,26.
Ja, 2 Sekunden. Schön, dann haben wir hier ja noch was abgeschlossen. Nochmal 2 Achievements dazu, sehr schön. Ja. Und dann Rankings and Records. Wie komme ich jetzt dahin? Mission Fever. Ach, guck mal. Wir haben hier bei eine Rekordzeit. Nicht schlecht. Und dann werden wir da automatisch hingebracht. Na, das ist ja aber nett. So, dann gucken wir mal. Finish Tight Spaces under 30 Seconds. Ja, das denke ich mal ist auch möglich. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Und dann räumen wir hier so langsam mit den Achievements mal auf. Das ist quasi immer noch unser License-Gedöns, was wir machen. Und danach geht es dann erst richtig los, hoffentlich. Also, macht's gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.